Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid trotz der Ferien als Daheimbleiber in Dankestimmung, denn es ist ja Erntedanktag heute und ich möchte in mein Thema einsteigen mit einem Unfallbericht einer Schweizer Berufsgenossenschaftsversicherung. Ein Dachdecker verunfallte und schrieb einen eigenen Unfallbericht und das sind ja bekanntlich immer die besten. Also, der folgende Brief eines Dachdeckers ist an die SUVA Schweizer Unfallversicherungsanstalt gerichtet und beschreibt die Folgen einer unüberlegten Handlung. In Beantwortung Ihrer Bitte um zusätzliche Informationen möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen. Bei Frage 3 des Unfallberichts habe ich ungeplantes Handeln als Ursache meines Unfalls angegeben. Sie baten mich, dies genauer zu beschreiben, was ich hiermit gerne tun möchte. Ich bin von Beruf Dachdecker. Am Tag des Unfalls arbeitete ich allein auf dem Dach eines sechsstöckigen Neubaus. Als ich mit meiner Arbeit fertig war, hatte ich etwa 250 Kilogramm Ziegel übrig. Da ich sie nicht alle die Treppe hinuntertragen wollte, entschied ich mich dafür, sie in einer Tonne an der Außenseite des Gebäudes hinunterzulassen, die an einem Seil befestigt war, das über eine Rolle lief. Ich band also das Seil unten auf der Erde fest, ging auf das Dach und belud die Tonne. Dann ging ich wieder nach unten und band das Seil los. Ich hielt es natürlich fest, um die 250 Kilogramm Ziegel langsam hinunterzulassen. Wenn Sie in Frage 11 des Unfallberichtsformulars nachlesen, werden Sie feststellen, dass mein damaliges Körpergewicht etwa 75 Kilo betrug. Da ich sehr überrascht war, als ich plötzlich den Boden unter den Füßen verlor, und aufwärts gezogen wurde, verlor ich meine Geistesgegenwart und vergaß, das Seil loszulassen. Ich glaube, ich muss hier nicht sagen, dass ich mit immer größerer Geschwindigkeit am Gebäude hinaufgezogen wurde. Etwa im Bereich des dritten Stockes traf ich auf die Tonne, die von oben herunterkam. Dies erklärt den Schädelbruch und das gebrochene Schlüsselbein. Nur geringfügig abgebremst setzte ich meinen Aufstieg fort und hielt nicht an, bevor die Finger meiner Hand mit den vorderen Fingergliedern in die Rolle gequetscht waren. Glücklicherweise behielt ich meine Geistesgegenwart und hielt mich trotz des Schmerzes mit aller Kraft am Seil fest. Jedoch schlug die Tonne etwa zur gleichen Zeit unten auf dem Boden auf und der Boden sprang aus der Tonne heraus. Ohne das Gewicht der 8 Ziegel wog die Tonne nun etwa 25 Kilo. Ich erinnere an dieser Stelle noch einmal an die Frage 11, angegebenes Körpergewicht von 75 Kilo. Wie Sie sich vorstellen können, begann ich nun einen schnellen Abstieg. In der Höhe des dritten Stockes traf ich wieder die von unten nach oben kommende Tonne. Daraus ergaben sich die und diese Verletzungen. Der Zusammenstoß mit der Tonne verzögerte meinen Fall, sodass meine Verletzungen beim Aufprall auf dem Ziegelhaufen gering ausfielen. Und so brach ich mir 3 Wirbel. Ich bedauere es jedoch, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich, als ich da auf dem Ziegelhaufen lag und die leere Tonne 6 Stockwerke über mir sah, nochmals meine Geistesgegenwart verlor. Ich ließ das Seil los und so weiter und so fort. Ich glaube, dieser Bericht spricht nicht der Wahrheit. Ich glaube, es ist ein fingierter Fall. Deswegen ist das darüber lachen, denke ich, auch mal in Ordnung. Ich wollte damit klar machen, dass Gesetzmäßigkeiten immer funktionieren. Es gibt physikalische Gesetze, wie in diesem Fall die Schwerkraft, die funktionieren immer in unserer Atmosphäre. Da, wo, das wird in Kilogramm gemessen. Ich habe gehört, je schwerer etwas ist, desto mehr wird es in Masse hineingezogen. Das ist der Erdkern und so funktioniert die Schwerkraft. Wenn etwas nichts wiegt, dann ist es schwerelos und liegt nicht mehr unter diesem Gesetz. Aber in der Regel funktionieren Grundgesetze immer. Und es gibt auch biblische Grundgesetze und so eins möchte ich mit euch heute einmal anschauen. Es gibt mehrere Gesetzmäßigkeiten, die uns von Gott regelrecht vorgestellt werden und an die Hand gegeben werden. Dazu gehört zum Beispiel das Gesetz von Saat und Ernte. Es funktioniert bis heute. Oder dass Sanftmütige den Erdkreis beherrschen werden, steht in der Bergpredigt drin. Oder dass der Letzte der Erste sein wird. Eine andere Gesetzmäßigkeit ist, dass der Diener zum Vorsteher wird. Dass der kindliche Glaube den Himmel öffnen kann und dass der Schwache eigentlich stark ist, um nur einige zu nennen. Es ist interessant, wenn wir diesen kurzen Auszug mal eben so hören, dann könnten wir die Liste ja ewig so weiterführen. Und spannend ist, dass man merkt, dass in der heutigen Zeit, in dem Zeitgeist heute,
diese Gesetzmäßigkeiten zielsicher an allen Punkten widersprochen wird. Es ist auch wirklich komisch, heutzutage zu behaupten, dass der Letzte der Erste sein wird. Man kennt das als eine altmodische Tugend, um nicht abzuheben. Das ist bestenfalls noch ein Schutz vor Hochstapelei oder vor Protzerei. Aber in der Regel, das kann man eigentlich nicht aufs echte Leben anwenden. Aber die Bibel sagt, das ist topmodern. Es ist absolut in. Das Wort Gottes hat hier keinen Abstrich. Es ist für mich übrigens ein sehr spannender Prozess, dass sich das so widerspricht, denn weil es für mich ein Gottesbeweis ist, diese Gesetze auch immer wieder funktionieren zu sehen in unserer Zeit. Solch ein geistliches Gesetz möchte ich mit euch heute genauer anschauen und ich nenne es mal Dankbarkeit bahnt einen Weg zu Gott. Wenn man den heutigen Erntedanktag so gedenkt, dann mag man missmutig daran erinnern, wie vor einigen Wochen in den Nachrichten zu hören war, dass die Bauernverbände, Bundesbauernverbände 1 Milliarde Schaden aufgerufen haben. Habt ihr das gehört? Ernteausfälle und viele Landwirte sind wirklich angeschmiert, weil dieser heftige Jahrhundertsommer 40 Grad die Ernten verhagelt hat. Also es ist so, dass Getreide vertrocknete, Mais ging ein, wisst ihr, Rabesenbeck, das war ja nur noch eine Staublandschaft. Und sogar Baumschulen konnten nicht mehr gegen den Pflanzentod wässern hier in Schleswig-Holstein. Wir haben übrigens die größte Dichte an Baumschulen in Schleswig-Holstein, europaweit. Wusstet ihr das? Top. Aber die sind ganz schön angeschmiert gewesen, weil der Grundwasserspiegel gesunken ist. An 30 Kilometer westlich freut sich der Apfelbauer im alten Land und klatscht über die Erträge des Jahrhunderts. Die besten Äpfel, die meisten Äpfel, das kann man sich gar nicht vorstellen. 500 Kilometer südlich an den Hängen der Mosel garantiert die Premium-Traube den Jahrgang des Jahrhunderts. Man braucht nicht mehr zusüßen, sagte ein Winzer im Fernsehen. Es ist so, dass der Wein allein genug Tragkraft hat, um richtig süß zu schmecken. Sogar die trockenen Weine. Dieses Jahr wird sich richtig lohnen. Also des einen Freud, des anderen Leid. Jedes Jahr aufs Neue ist ein Hurra zu hören, aber auch das Stöhnen zu hören, derer, die eben nicht zufrieden waren. Und das weit über die Grenzen der Ernte hinaus. Was ist das bloß? Es gibt scheinbar nicht das richtig gute Wetter. Vielleicht schon mal gehört in der Nachbarschaft oder unter Freunden, oh, diese Sonne, das kannst du ja nicht aushalten. Furchtbar. Und du denkst dir, ich finde es echt sehr gut. Oder, oh, hoffentlich kein Schnee, ich hasse diesen Matsch. Oh, schon wieder keine weiße Weihnacht. Wie Gott es auch macht, er kann es nie allen recht machen. Vielleicht kennt ihr das aus dem kleinen Leben auch. Blöder Schnee, immer dieser Matsch. Wie ärgerlich. Nee, das muss ja nicht sein mit diesen 20 Grad und bewölkt. Nichts Halbes oder Ganzes. Wenn es wenigstens mal so richtig Sommer wäre. Wie man es auch wahrnimmt, Klage ist lauter als Dank. Und das ist richtig blöd. Man gewinnt den Eindruck, nur kein Wetter ist gutes Wetter. Aber das gibt es ja nicht. Und wann kann man besser drüber reden als über einen sonnigen Tag heute? In diesem Sommer haben wir uns einen Wohnwagen zugelegt als Familie und haben es genossen, auf diesen paar Quadratmetern als Familie zu campen. Das ist ja zugegebenermaßen mutig, mit 4 Personen sich entschließen, das zu machen. Könnte ja auch schief gehen, aber wir sind wirklich optimistisch rangegangen und hatten auch Lust aufeinander, Lust zusammen auf kurzen Wegen und kleinen Platz Urlaub zu machen. War richtig schön. Wir haben immer Wassernähe gehabt und haben die Sonne jeden Tag genießen können. Wie gesagt, 40 Grad und dann so eine Konservendose, das war schon schön. Jeder Tag war ein Fest und wir hatten reichlich gutes Wetter. Aber am letzten Tag haben wir das Vorzelt abgebaut und es fing an zu regnen. Der letzte Tag. 12 schöne Tage, ein verregneter Tag. Und was glaubt ihr, unter welchen Gedanken ich im Auto saß? Ich muss das sein. Ist doch mal wieder klar. Ist ja wieder klar. Ist ja wieder klar. Könnt ihr euch vorstellen, welche Gedanken sich dann ganz heimlich anmelden, dann verdichten und den ganzen Tag übernehmen und bestimmen wollen? Ist ja wieder klar, logisch. Alle sitzen im gemütlichen Wohnwagen und genießen den kommenden Tag und genießen ihren morgendlichen Kaffee und der Nachbar mit PI-Kennzeichen baut im Regen das Vorzelt ab. Was ein Trottel. Da denkt man sogar darüber nach, was die anderen denken könnten. Man kann sich den Tag so richtig schön versauen. Die ganze Familie macht ein langes Gesicht und 4 Geblers wissen, wie es besser geht mit dem Vorzelt. Alles kam zusammen. Es war einfach ein furchtbarer Morgen. Schönen Dank, was für ein Urlaub. Bis mich doch der Dankesblitz auf einmal traf.
War doch schön mit der Sonne, oder? Und deine beiden Töchter haben jeden Tag sich gut verstanden, haben zusammen geplanscht. Abends habt ihr euch manchmal Pizza bestellt und Kanasta gespielt. Und zum Einschlafen habt ihr alle zusammen drei Fragezeichen gehört. War das nicht toll? Und das Auto hat alles zuverlässig mitgemacht. Es ist immer angesprungen. Und das Vorhaben Wohnwagen ist geglückt. Es war doch toll, oder? Und dieser schnelle Gedankeneinschub hat mir und meiner Familie wirklich den Tag gerettet. Ich lächelte über das verrichtete Gesicht und sagte so, Gott, du siehst, ich bin nicht begeistert. Es fühlt sich blöd an. Ist ein blöder Einstieg, wirklich. Ich bin auch, hab echt ein bisschen eine Krawatte. Aber mit dir bei Regen ein Vorzelt abbauen ist schöner, als den besten Platz zu haben, das beste Wetter zu haben, aber dich nicht zu haben. Das ist mal etwas, was ich sortieren musste. In mir schien die Dankbarkeit wie die Sonne. Ich hatte übrigens letzte Woche daraufhin das erste Mal, dass mein Auto nicht ansprang. Und schon wieder kam dieser alte Mechanismus. Ich setze mich morgens in ein Auto, muss ins Studio, also ich bin Berufsmusiker, ich musste ins Studio fahren, hatte da einen Termin, drücke den Schlüssel um und ging nicht. Und ich denke so, ist ja wieder klar. Ne? Und dann auf einmal wieder dieser Gedanke, wie, Entschuldigung, warum ist das jetzt klar? Der sprang 25.000 Mal an, jetzt einmal nicht, warum ist das denn bitte klar? Ich weiß nicht, wie eure Gedanken funktionieren, aber manchmal kommt man in so eine Spirale rein. Es reicht so ein kleiner Trigger und der Tag oder die nächste Stunde ist gelaufen. Also man boxt sich regelrecht selbst nieder. Kennt ihr das? Gott sei Dank, ich dachte schon, ich bin der Einzige hier. Diejenigen, die mich kennen, die wissen um meinen Lieblingsvers, und das ist so toll, dass du ihn heute verklickert hast. Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich liebe diesen Vers. Ich glaube, das ist auch extra für Deutsche geschrieben worden. Lobe den Herrn, danke dem Herrn und denke daran, was er dir Gutes getan hat, was er dir Gutes tut und Gutes tun wird. Es ist tatsächlich so, auch vorhin habe ich wieder gedacht, wir hören, Spanisch war das, nicht dein Gebet. Das hat so einen Ton von der Phonetik, ich kann kein Spanisch, aber von der Phonetik höre ich sofort heraus, da ringt jemand und geht erstmal mit Dank durch die Wand. Das höre ich so selten in meiner eigenen Heimatsprache. Da höre ich eher das Klagelied. Das ist in Ordnung, alles hat seine Zeit. Aber ich merke, dass mir andere Kulturen an der Stelle wirklich etwas vormachen, von denen ich lernen kann. Sie streiten und sie fordern mit Dank etwas ein, nämlich einen Weg zu Gott. Wir werden später nochmal drauf kommen, wie das funktioniert. Finde ich toll. Lobe den Herrn, danke dem Herrn und denke dran, was er dir Gutes getan hat und tun wird. Die Idee des heutigen Morgens ist der, danke Gott. Ist ganz simpel. Und wenn du heute Morgen übrigens gekommen bist, um in Erfahrung zu bringen, was der Wille Gottes persönlich für dein Leben ist, dann lass dir sagen, dass es zwei führende Aufforderungen in der Bibel gibt. Das sind so die Top 2. Danach kommt lange nichts und dann reihen sich unter anderem die 10 Gebote ein. Top 2 ist, fürchte dich nicht. Oder Stereotype, Sätze wie, sei unverzagt oder bleib an Gott dran. Hab keine Angst, das ist Top 2. Wisst ihr, was die prominenteste ist? Die vorherrschende Top 1, und zwar mit einem riesigen Abstand. Danke Gott. Andere Bezeichnungen sind, lobet den Herrn, ehrt Gott, Halleluja, preist den Herrn. Die ganzen Psalmen sind davon voll. Ich erinnere, dass ich als Teenie einen ganz ketzerischen Gedanken hatte. Ich bin ja schon in die Gemeinde im Kinderwagen geschoben worden, und da hörte ich immer wieder, jede vierte, fünfte Predigt war irgendwie, hatte irgendwas mit Loben oder mit Danken zu tun. Und irgendwann hatte ich so als Teenie so diesen ketzerischen Gedanken, warum steht eigentlich in der Bibel so oft drin, dass ich Gott danken soll? Warum fordert er das so oft ein? Ich ganz ehrlich bin, als Musiker sind das nicht die sichersten Momente gewesen, wo ich Fishing for Compliments betrieben habe. Das ist eigentlich nicht ein Zeichen von Sicherheit. Braucht Gott die Bestätigung seiner Geschöpfe, um befriedigt weiter regieren zu können? Ich meine, es war ein sehr ketzerischer Gedanke. Ich habe ihn dann auch irgendwann mal, bin ich in die Kurve gekommen. Aber das hat mich irgendwie gewurmt. Braucht Gott das?
bis ich mal, du bist ein Schatz. So. Du hältst die Spannung einfach nicht aus, Hammer. Natürlich nicht. So, die Erlösung ist da. Wie die meisten Gebote dienen sie uns. Es ist wie mit den 10 Geboten. Es ist für Gott ein Problem, wenn wir die Ehe brechen. Es ist in erster Linie unser Problem, wenn wir von Untreue betroffen sind. Es ist ein Problem für ihn, wenn wir stehlen. Wir können Gott nicht bestehlen. Es ist ein Problem für uns, wenn wir bestohlen werden. Und so ist es so, dass uns die Gebote und die Gesetzmäßigkeiten an die Hand gegeben werden, weil sie uns weiterhelfen, weil sie uns bewahren. Und so ist das mit dem Dank auch. Ob wir danken oder nicht, es macht einen großen Unterschied, wie unser Tag, wie unser Leben weitergeht. Ob wir Dankbarkeit im Herzen haben oder Undankbarkeit, kannst du meistens schon im Gesicht ablesen. Es gibt eine Liedzeile alter Tage, da heißt es: Darum schau nicht auf dich selbst, schau doch auf den Herrn und bete an. Kennt ihr diese Zeile? Die finde ich toll. Weil ich merke, wenn ich so ein Defizit habe und ich denke nur aus so einem Soll heraus, wie so ein jemand, der komplett Schulden hat, und solche Zeiten gibt es bei mir, dann merke ich, dass die wertvollsten Zeiten eine Begegnung mit Gott ist. Ist so. Das sind die schönsten Momente meines Lebens. Und das ist egal, ob es mir gut oder schlecht geht. Aber diese Momente, das ist das lebendige Wasser, von dem wir in der Bibel lesen. Und ein Tropfen davon ist mehr wert als alles andere, was du dir als Mensch erarbeiten kannst. Darum schau nicht auf dich selbst, achte nicht auf dich selbst, schau auf den Herrn und bete an. Im Psalm 42, Vers 5 schreibt Asaf ein Lied, da heißt es, David hat den geschrieben. David hat ihn geschrieben. Warum betrübst du dich, o meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre oder hoffe doch auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Hilfe und mein Gott ist. Gott ruft seine eigene Seele, also seine Gedankenwelt in diesem Fall, zur Vernunft. Aber es ist viel mehr als nur ein Selbstgespräch, ein verzweifeltes. Nein, er macht es vor, wie es geht. Er lässt die Gedankenvögel keine Nester auf seinem Kopf bauen. Hier ist Schluss, sagt er. Er will sich nicht berauben lassen. Betrübt sein ist eine Sache, aber glaubt nicht alles, was du denkst. Glaubt nicht alles, was du denkst. Die Gedanken können je nach Formsache oder Gefühlslage viel Lüge beinhalten. Glaubt nicht alles, was du denkst. Hoffe auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Ich weiß, dass Gott das kann und mich nicht betrübt zurücklässt. Das war eine Offenbarung für David. Und ich glaube, das muss keine Offenbarung nur für ihn gewesen sein. Psalm 50 ist so eine Gebrauchsanweisung, wie das funktioniert. Für Leute, die zerschlagenen Herzens sind und denen das Wasser heute Morgen vielleicht bis zum Hals steht. Zum Erntedank lieber einen Erntebittsonntag einführen würden, ist das ein richtiger Werkzeugkoffer. Schaut mal, Psalm 50, Vers 23, da lesen wir: Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Da oben lesen wir es. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Wer Dank opfert, wie macht man das? Wie opfert man Dank? Nun, wenn dir der Dank nicht leicht fällt, dann muss man ihn opfern. Wenn du kein Lob übrig hast, wenn dir nicht nach Danken zumute ist, wenn die Umstände dir den Hals zuschnüren, du am Boden liegst und dann folgenschwer entscheidest zu sagen: Gott, ich danke dir, trotzdem. Ich kann mich daran erinnern, wie ich einem Gespräch folgen durfte von älteren Geschwistern. Das war so eine Art Seelsorgegespräch und es ging jemandem offensichtlich sehr, sehr schlecht. Und das ältere Ehepaar, die haben als erstes gefragt: Kannst du es denn aus Gottes Hand nehmen? Und ich dachte, boah, das ist nicht einfühlsam. Ich hätte das wahrscheinlich anders gemacht. Nee, nicht wahrscheinlich, ich hätte es anders gemacht. Aber ich kann so gut verstehen, was sie meinten. Und das war genau richtig in dem Moment. Kannst du es aus Gottes Hand nehmen? Übersetzt für unsere Generation: Gott ist da.
Es ist nur als Frage formuliert. Kannst du etwas aus Gottes Hand nehmen? Bedeutet Langenscheid, ne? Generation X und Generation XX. Du bist in Gottes Hand. Tiefer geht's nicht. Du bist drinne. Und er sieht dich. Wenn es dir nicht leicht fällt, zu danken, dann danke. Das ist so theoretisch bis jetzt. Fällt dir das leicht, dann bist du ein Gesegneter und hast Auswege aus einer inneren Gefangenheit. Das ist eine Gabe, die man von Gott bekommt. Dann hast du eine Gesetzmäßigkeit entdeckt und eingesetzt. Behalte die. Behalte die. Ja, gerade in Deutschland merke ich, dass ich habe eine große Sorge. Ich sag's euch, ich möchte kein zynischer alter Mann werden. Da habe ich Sorge. Ich kenne alte deutsche Landsleute, die haben entweder Altersmilde, das hat gar nichts mit fromm oder nicht fromm zu tun. Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr geht durch die Königstraße und ihr seht zwei Typen von älteren Menschen. Die einen haben so etwas Mildes, etwas Einladendes. Und die anderen haben etwas zutiefst Garstiges, etwas Böses ist ihnen anheim. Irgendwas ist dabei, ich kann es gar nicht beschreiben. Wisst ihr, was ich meine? Und du kannst keinen Unterschied machen. Es gibt auch in der Gemeinde Gottes Leute, die zynisch und die garstig sind. Und es gibt auch Leute außerhalb, die mit Glauben nichts am Hut haben und sind trotzdem sehr geduldige und sehr gnädige, altersmilde Leute geworden. Also toll. Ich habe das nicht ausschließen können, woran es funktioniert. Aber ich flehe, dass ich zur zweiten Sorte gehöre. Ich möchte kein zynischer Mensch werden. Ich möchte nicht innerlich absterben, bevor mein Leib hinterher stirbt. Das wäre für mich etwas Grausames. Und ich merke den Mechanismus der Dankbarkeit, der davor bewahrt. Selbst wenn dir nicht zum Danken zumute ist. Es gibt Leute in Ländern, denen geht es so schlecht, verglichen mit unserer Kultur. Die können danken wie die Weltmeister. Und ich denke mir so, wie machen die das? Ich verstehe es nicht. Aber es geht und das möchte ich lernen. Wenn dir das nicht leicht fällt, so wie mir sehr oft, dann lass dich an die Hand nehmen und wir fangen jetzt mal ganz klein und harmlos an. Ich helfe euch mal. Ich lege euch mal etwas in den Mund. Ihr entscheidet selbst, ob ihr das für euch so übernehmen könnt im Kleinen. Danke Gott für trinkbares, fließendes Wasser aus einem Wasserhahn in meiner Wohnung. Egal wie es dir heute geht, danke für die Bequemlichkeit eines 2-Quadratmeter-Bettes. Danke für diese Gemeinde. Dietrich Bonhoeffer betet aus dem KZ, sagt seinen Christen, die draußen sind, dankt Gott auf Knien für jeden Gottesdienst, den ihr in Freiheit feiern könnt. Danke für diese Gemeinde, danke für einen demokratischen Rechtsstaat, in dem ich leben darf, wo mir geholfen wird, wenn ich krank werde und wo ich über eine Strecke getragen werde, wenn ich meiner Arbeit nicht nachkommen kann. Danke für, und jetzt wird es schon schwieriger, für meine Familie. Einige haben keine Familie. Danke für meinen Partner. Es gibt auch Danke für mein Single-Dasein. Und ich möchte gerne, dass ihr für euch selbst diese Dankesliste einfach mal fortführt im Stillen. Das müsst ihr nicht laut tun, aber kommt da hinein. Denn wer Dank opfert, der verherrlicht Gott. Das ist wirkliche Anbetung, das ist Worship. Und der bahnt einen Weg. Ihn wird Gott das Heil sehen lassen, die Lösung geben. Also lasst uns einfach mal 2 Minuten Zeit nehmen, schließt mal eure Augen und versucht 10, 20 Sachen für euch vor Gott in Dankbarkeit zu bringen. Auch wenn es weh tut und sich nach Opfer anfühlt. Gerade dann. Wir nehmen uns 2 Minuten.